Es ist ein trauriger Moment für uns alle, denn Sven ist von uns gegangen. Im letzten Part hat er sich geopfert für ein höheres Wohl. Und jetzt müssen wir ohne ihn auskommen. Die Welt muss ohne ihn auskommen. Himmelsrand hat einen seiner treuesten Anhänger verloren und niemand wird je erfahren, dass ich es weiterhin umgebracht hat. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part, einem Abschnitt für The Elder Scrolls Skyrim Remastered. Lassen wir uns mal überraschen, was das jetzt für Auswirkungen hat, ob es überhaupt Auswirkungen hat. Hoffentlich nicht. Ja. Am Abend und ich versuche jetzt noch mal ein bisschen Skyrim zu zocken, weil ich gerade Bock drauf habe. Jetzt begrüße ich euch auch rechtzeitig zurück. Mammut, Reste gefunden. Sind jetzt hier und zurück. Ja, was hier wohl passiert ist? Schau mal, strahlenden blauen Himmel. Sonne und sieht das geil. Das ist wirklich. Das ist aber auch eine gefährliche Gegend, wahrscheinlich. So. Bodentexturen. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Oh Mann, die darf ich nicht unterschätzen, die sind relativ stark. Vorhin schon beinahe so eine. Mal. Puh, was haben wir denn jetzt hier? Dann unser hier. Heiltränke sind auch Mangelware inzwischen. Ist noch ein Bock? Was ist denn da? Ist doch irgendwas ist da auf der Insel.
Was ist denn da hin? Bin schon neugierig, ich gehe da mal hin. So, ein bisschen aufpassen, im Wasser sind auch Ekelviecher. Einmal um. Oh, da hinten ist jede Menge Wild. Wow. Sitzt auch jemand. Jede Menge los hier. Und da hinten ist irgendwie ein toter. Oh, was sah denn los? The fuck? In Stücken sehen. Ich liebe gute Kämpfe. Oh ja, komm. Oh. Hey! Wächter von Stender. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Wer ist Stender? Er ist der Gott der Gnade. Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Ein Wächter von Stender? Ja. Unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die daedrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Karset angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Was ist an den Daedra so gefährlich? Sie sind gottlose Kreaturen ohne Hoffnung auf Erlösung. Sie locken Unschuldige in den Tod und verderben die Seelen aller, die sie berühren. Ihre ketzerischen Artefakte gewähren den sterblichen Kräfte, mit denen sie Chaos über ganz Tamriel bringen. Sie müssen vernichtet oder verwahrt werden, damit niemand mehr in Versuchung kommt. Jagd Daedra? Und gegen alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Niemand entkommt den Wächtern. Alle kommen ins Licht. Hat ein Feueratron nachgetötet, der Kunde. Da drüben ist auch irgendwie noch eine Ruine. Na gut, ich geh jetzt erstmal hier gucken, was hier war. Da bin mal irgendwie gerade ein Typ vorbeigelaufen. Ja. Ist schon. Das ist halt so ist, man läuft halt mit Pferden. Das ist ein toter Fuchs. Ach, das ist wahrscheinlich sein Pferd. Er hat jemanden einen Fuchs erledigt. Wer bist du denn? Hey, du da!
Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Oh, Scheiße, sind das viele. Wo seid ihr? Krass, wie viele sind denn das? Sein ganzes Rudel. Oh, Scheiße. Fucking hell, das ist ein ganzes fucking Rudel. Du dicke Scheiße! Ein ganzes Rudel, was da rumgeiert. Alter Schwede, ey. Haben die mich aus dem Latschen gehauen. Holy shit, ey. Okay, das war unerwartet. Ich hab gedacht, das sind zwei, aber das sind sechs, sieben Wölfe. Okay. Und er ist da, der ist der Feueratro nach. Ich gehe jetzt mal hier hin. Was ist denn immer? Ach, da. Ja. Hey. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ich bin ein Bütchen hergekommen. Feuerator nach hat das Pferd eingegriffen. Was ist denn der Typ hin? Oh no. Ist hier genug? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ich wollte gerade Erz ab. Ja, die Wölfe. Ich werde nichts sagen, aber dein Pferd wird gerade umgebracht da hinten. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Komm da dann. Sich die ganze das Leben. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Werf deinen Blick darauf. Lass mal zeigen, was du hast. Fasanenbrust? Na, hat er nix hier. Bis zum nächsten Mal. Das ist fair. Haben die Wölfe. Pff,
jetzt mal auf die Karte gucken, wo hat es mich denn jetzt hingetrieben? Ich bin hier jetzt, okay. Das ist dieser große See und wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung. Genau bei den Wölfen entlang. Na, großartig. Ach, jetzt ist er aufgestiegen. Was ist denn hier? Unterwegs hier auf. War nicht genau in die entgegengesetzte Richtung. Aber da war irgendwo noch eine Ruine, die interessant aussah am See. Da liegen die Falten aus. Da drüben. Vielleicht können wir da ja einfach mal. Der Hirschgarde ersoffen? Scheint übrigens noch Erz vorkommen. Oh Scheiße, da ist ein Fisch. Oh. Ah. Dieser Fisch. War denn jetzt diese Ruine? Da hinten ist die. Sieht mir aus wie so ein. Eine magische Rune am Boden. Au. Okay, ich habe mich zu Tode erschrocken. Alter Schwede, ich habe Reflex gerade bei dem Bogen abgeschossen. Scheiße, wir sind untot. Was ist denn raus hier? Wo
Untote, das weiß ich schon, Skelette kann man nicht einfach so töten, glaube ich. Oder? Für Skelette brauchen wir noch, glaube ich, Silberwaffen. Wieder so eine Nord. Gefahren. Puh, das kenne ich nicht. Hier war ich auf jeden Fall noch nie drin gewesen. Mein ganzen Leben. City. Schwimmen kosten 12% weniger, Magical Reach. Okay. Ah! Bin sehr schreckhaft, was das angeht. Ist doch der einzige Weg. Da hinten. Das ist der einzige Weg. Ist mir nicht ganz geholfen. Weg hier! Totenbeschwerer ist das. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken.
Scheiße, ist der stark. Fuck, das hat richtig weh. Kann man nicht nur heilen? Oh, ist der stark! Oh! Scheiße! Boah, fuck! Okay. Okay, der ist mal richtig stark. Oh, holy shit, ey. Weiß ist so stark, ey. Bin am besten platt. Okay, ich habe eine Idee. Noch was zum Saufen. Scheiße, ist der stark, ey. Ich könnte vielleicht eine Schriftrolle reintun, Schlammgrabe. Was haben wir denn noch? Zaubertränke? Weiß, ich brauche einen Ausdauertrank. Okay, ich brauche noch einen Zaubertrank für die Ausdauer. Nein. Werde euer erbärmliches Leben. Scheiße, ist er stark, ey. Ich finde das fast gar nicht gegengehalten.
Beschwörer. Boah, ich glaube, ich habe es geschafft. Alter Schwede, was für ein Kampf. Weizen. Nikomant. Nikomantenrobe. Puh. Das war mal richtig anstrengend. Holy shit, ey. Gleich mal abspeichern hier. Menschliches Herz. Dicker Hoshi, was hat denn der hier alles gemacht? Wenn das der Lehrling war und der schon stark war, na dann muss Mahlzeit. Hat ihn bestimmt wieder gewinnt. Ahnen der Duna. Wow. Zwergendagger auf dem Diminishing. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Er kann er verzaubern. Wie funktioniert denn das jetzt mit der Waffe? Dann auf. Der Seelenstein ausrüsten. Bis ich aufgepasst habe. Wo sind 30 Punkte Magicka Schaden? Oh Mann, das Ding ist ja richtig nice. Eisen 200 Funk. Laden, da haben wir es RB. Keine Sinnstören. Jetzt ist das Ding gut aufgeladen. Aktuelle Heresie. Guck mal, was er für hat. Ahn und die Dunna. Damit. Das Buch der Daedra. Auch mit. Des Kriegers Mündel. Beschwörung verbessern. Können wir mal eine Runde lesen. Des Kriegers Mündel, ein altes Gedicht der Rotwadorn, Verfasser unbekannt. Es sang ein Stern von Sagen fern, wo das Silberglanz ihn ziert. Vom Krieger her, der übers Meer sein Mündel durch Schlangenfänge. Der Runenfürst wollt seinen Durst nach Abenteuer. Nächstens stillen die Schlangen, lange wecken, aus, was auszustrecken. Zum Schuppen, Hemd, dies war sein Sinn. Dame, keck, doch schreckhaft sehr, vor jedem Ängste, ängstigt sich, das Untier sah Gefahr so nah. Schrie, oh weh, ein Wurm, so fürchterlich. Das Panzerross, das Fürstenstoß, stoß. Unterstützung treu und gut mit Tanz gegen Schuppenglanz verlässt des erfahrenen Kriegers. Hoch, hoch empor das Untier fuhr, doch starb es durch des Kriegers Schwert. Mündel schauen bange die Schlange, hören künftig zu achten, der Obhut wert. Ich habe nur wahre Verstand. Jagdtusche Heresie.
tragen. Nur ein Ring. Ah, das ist ja geil. Gibt es. Zwei. Ja, nichts tragen. Ich hätte halt erst weggehen sollen. Waffen, habe ich da irgendwas, was ich ab. Zwerg. Gibt es ja hier noch irgendwas zu entdecken? Da unten. Zwergenbogen, Leptine 82. Waffen und Rüstung können um 12% verbessert werden. Awesome. Bin wahrscheinlich hier gleich runtergelaufen. Skelette sind jetzt nicht so schwer zu besiegen. Frage ist, wo ist der andere?
Scheiße. Sie haben mich gesehen. Steht irgendwie dahinter, als hat er sich gerade versteckt. Was macht der denn da? Kommt da. Also richtig hat er nicht gecheckt, wie er hier hochkommen soll. Ja, irgendwie immer gefühlt. Was ich hier nicht sein sollte. Boah. Übel das aussieht. Könnte auch glatt aussehen. Gucken wir mal das Spiel sein, oder? Tempel. Oh nein, Spinnenweh. Aber wenn jetzt hier eine Spinne kommt, dann war's das. Oh, da geht's raus. Okay, ist also eine Nekromantenhöhle. Neuer Agonia Reflex. An der nördlichen Seite rausgekommen. Ah, okay, da kommt man einmal auf die andere Seite quasi, nach Weißlauf. Ist es geklärt? Abgeschlossen. Ach, das geht jetzt einmal durch, okay. Komm mal auf die andere Seite, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Zu wissen. Wissen, dass das erstmal Sachen verkaufen ist. Der war echt schwer zu besiegen. Das ist quasi eine Abkürzung. Wir müssen jetzt mal zurück nach Fluss, weil die ganze Kohle
einsacken und die goldene Klaue abgeben und weiß der Puppuck was. Auch dachte, da will ich mal gucken. Das ist hier, glaube ich. Ja, mal gucken, was da ist. Inertalstief. Das ist auch irgendwie ein Wasserrad. Irgendwas entdeckt, aber von. Da geht's runter. Da ist irgendwie. War doch gerade ein Vieh, das habe ich doch hier gerade gesehen. Fuck man. Das ist eine Krabbe. Lammkrabbe, glaube ich. Sicher, dass ich durch das Gras ringelt. Hier sind die Tiefen.
Ach du Scheiße. Boah, sieht das übel aus. Ja, ich glaube aber mal, das lassen wir mal lieber. Ich gehe mal wieder zurück. Ich muss nämlich wieder zurück zu nach Flusswald. Das ist jetzt unsere letzte Station, wo wir hin müssen. Ab nach Flusswald. Ja, auf den ganzen Weg zurück. Flusswald. Das war halt erst die Straße finden. Aber gut zu wissen, also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Speis zu entdecken. Aber ich muss meine Tasche mal ausleeren. Wie viel Kohle haben wir denn inzwischen? Doch inzwischen relativ viel haben. 1254, das reicht. Manchmal kommt mir echt ganz schön klein vor. So viel steht fest. Mann, er hat mich gerade zu Tode erschrocken wieder. Hey du. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Eine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Geil, das Feuer übrigens. Also, man... Sieht so gut aus, diese Szene. Ja, vielleicht können wir ja früh morgens an. Zwei. Weil das mit dem Himmel da hinten ist. Oh, ich warte mir das. Da müsste vielleicht die Sonne.
zurück über diesen Haufen. Dann wir Creed mal ins Bettchen verfrachten. Keine Sorgen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Nein, tut mir leid. Nichts. Okay. Ein Brief vom Jarl. Jarl Sidike aus Falkenring. Sigrid, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sid Guy und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Er hat mir aus ganz Himmelsrand von Orten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, recht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring. Neben der Ehre, die der Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem an Maske. Ganz unter uns sollten sich eure Dienste für nützlich erweisen können. Könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Verbleiben. Geis, Zitgeer von Falkenring. Okay. Jemand mal ausgeplaudert, was für ein geiler Hecht wir sind. Tja, hoffentlich kriegt keiner mit, dass Kollege nicht mehr da am Leben ist. Aber jetzt muss ich erstmal verkaufen gehen. Und neu einkaufen. Hi. Beeilt euch und erzählt Lucan, dass ihr die Klaue habt. Er wird ganz aus dem Häuschen sein. Ihr habt die Klaue. Oh, das müsst ihr sofort Lucan erzählen. Beeilt euch. Je eher ihr die Klaue... Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. 400 Septime habe ich bekommen. Holy shit. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Lass mal sehen. Also, das behalten wir. Die Battle Axe of Court werden wir auch behalten. Zwergen, das werden wir auch behalten. Den Dolch. Eisenzornige Funke werden wir auch behalten. Windagger. Ich weiß nicht, wir haben jetzt gerade den Dagger hier 7 Schaden macht. Der macht 6. Dagger. Stahlkriegsaxt, Battle Axe gehabt, Kleidung, das kann weg, können wir behalten, Imperial Armor. Das haben wir ja. Oh, Novizenrobe 213. Kann ich verkaufen, weil ich habe da eine, die besser ist.
Kannst du behalten? Silber. Meine Robe habe ich, glaube ich, gar nicht drin. Dann bin ich noch drin hinten im Dings. Oh, ich behalte ich die. Alles Feuerballs habe ich zweimal gefunden. Sonstiges. Amethyst. Da, jede Menge Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Wegpacken und reinzaubern. Habt ihr einen Blitz zwei Hände? Können wir kurz reinschauen. Wo ich denn? Bei den Waffen. Wir werden den Bogen upgraden. Battle Axe, hier halt 5 und Outdoor. Werden wir mal einen Zauber machen. Das auch mal. So. Entzauber. Frostschadenverzauberung erlernt. Was noch? Das nehmen wir jetzt kurz. Ja, das kann ich nochmal machen. Es gibt leider keine Zauberung. Zum Froststand ziehe alle 10 Punkte Froststand und Ausdauer. 13%, okay, das könnte man jetzt also machen. Gehe ich hier nochmal in die Hütte rein, mal gucken, wie lange die hier unten sitzt, dass Sven tot ist. Nein, tut mir leid. Nichts. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Das Zwergenmetall. So, jetzt kann ich die Armor herstellen.
die Presses. Jetzt haben wir es. Eisenkriegsaxt, Eisenstreitkorn, die Armor, die Iron Battle Axt. Alles, was man schon mal gefunden hat, kann man jetzt herstellen. Nicht das. Woody. Schon ein bisschen zu lange gerade gemacht, aber wir gucken jetzt mal. Ich gehe mal zu Gerdes Haus. Mein Zeug da ablegen und das behalten, was ich haben will. Ist eigentlich schon drinnen liegen. Der Lederhelm, die Bögen. Welche Waffen brauchen wir? Zwergenbogen werden wir bauen. Das Ding werden wir, glaube ich, es macht halt Damage der Zwergen durch der Minishing. Eisenzweihänder der Funken, den imperialen Bogen. Kriegsachse am Halten. Bleibt also alles genauso wie es ist. Pfeile weg. Und bei der Bekleidung, das Eisenschiff, das Comeback, Waffen und Rüstung können um 12% verbessert werden. Können wir eigentlich jetzt mal wegpacken, das Leid können wir behalten. Armor, die Armor kommt jetzt auch erstmal weg. Haben wir erstmal wieder Platz. Die Bücher sind ja auch alle relativ. Also alles, was wir schon gelesen haben, können wir weghauen. Arbeitstagebuch kann weg. Das Buch der Detra. Das Kriegers Mündel können wir auch wegpacken. Haben wir, glaube ich. Taktik von der Drache haben wir auf jeden Fall. Das ist Tagebuch. So. Sonstiges haben wir auch jede Menge Scheiß hier noch. Der Drachensteuer allein ist 25 Kilo ist der schwer. Das ist auch aus dem, wenn ich es loswerde. So, alles in die Truhe gepackt. Die sind da hart am Schillen hier alle. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, indem ich auf den und wir haben so Luca. Wir haben so viel Sachen jetzt gemacht. Ich habe jetzt eine Menge. Wenn ich schufe. Mein Magic hat meine Gesundheit wohl. Das ist jetzt unser großes Problem inzwischen. Zerstörungszauber, was kann ich da machen? Stop it, der Wirkung zerstört.
Ich bin 38. Jetzt haben wir es schon. Prozent leiser, lautlose Bewegung. So, dann würde ich mal sagen, wir gucken, ob sie Ersatz gewonnen. Hey. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Aus dem Weg, Fremdling. Wir haben Zimmer und Essen. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Weizen gab. Was haben wir denn hier? Bergblumen. Gift, Magica Regeneration sind. Skip. Irgendwas. Oh ja, das ist schön. Ich sitze. Unamotte mit. Feuerresistent. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. So, dann gehen wir mal eine Runde pennen. Und dann schlafen. Es ist eine morgens, das heißt, wir werden mal. Und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part hier. Dann geht es beim nächsten Mal weiter. Abenteuer, die wir versuchen werden zu bestehen. Mal gucken, was noch alles so auf dem Programm steht. Jetzt als nächstes hingehe, das ist jetzt die große Frage. Aber das werden wir schon. Wir müssen noch eine Portion Bratkartoffeln machen. Wir können sie mit dem Bier servieren. Ja. Wartet. Lasst mich raten. Ihr kümmert euch später darum.
Mache ich das nicht immer? Ich kann euch wohl nicht dazu überreden, euch jetzt gleich. Also gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. Nein.